Hallo, hier bin ich wieder. Heute ist der 6. Juli und ich fahre jetzt mal zum Hotel Sol nach Puerto Naos und bin mal wirklich gespannt, was da los ist. Denn es soll ja ab Juli offen haben, angeblich. Ich schaue mir das mal an. Am 19.09.2021 hier von unserer Finca aus tat sich die Spalte auf oberhalb von Todoque. Es trat sofort Lava und sehr viel Asche aus. Es hat sich ein Vulkankegel gebildet, der ununterbrochen auch von oben Asche und Lava ausspuckte. So sah das aus. Da wurden wir in Las Manchas evakuiert und auch Puerto Naos, El Remo, La Bombilla, Todoque. Todoque ist zum größten Teil weg, wurde evakuiert. Wir konnten nach 4 Monaten wieder zurück. Puerto Naos nicht. Dort traten CO2-Gase aus. So sieht der Vulkan jetzt aus, friedlich, noch ein bisschen Wasserdampf kommt ab und zu raus, wenn es da oben kalt ist. Aber Puerto Naos und La Bombilla unten waren 2,5 Jahre evakuiert. 2,5 Jahre, das ist sehr lang evakuiert. La Bombilla ist es zum Teil immer noch und auch der nördliche untere Teil von Puerto Naos ist noch gesperrt. Doch jetzt ist Puerto Naos fast vollständig geöffnet. Man kann dort wieder hin, man kann baden gehen, die Leute wohnen dort wieder und das Hotel Sol hat aufgemacht, heißt es. Aber ich habe da so meine Zweifel, ob es wirklich schon für Gäste bereit ist oder ob nicht lediglich die Renovierungs- und auch Sanierungsarbeiten wahrscheinlich teilweise erst jetzt begonnen haben und es nur dahingehend geöffnet wurde. Ich will mir das jetzt mal anschauen. Also hier ist es wie in alten Zeiten, so voll, dass man keinen Parkplatz kriegt. Ich laufe jetzt mal hier runter, ich will ja zum Hotel. Ja, da unten ist immer noch gesperrt. Hier auch. Ab hier ist offen. Ach so, ja, da steht der kleine Imbiss, der an der Plaza La Glorieta stand. Der ist jetzt hier hingezogen. Der hat sich abends, ich glaube 3 oder 4 Mal oder weiß gar nicht, die Woche gab es dort an der Plaza La Glorieta Street Food. Aber der hat jetzt zu, der scheint nur abends aufzumachen. Ja, nach wie vor gesperrt hier. So, und ich laufe jetzt dahin zum Hotel Sol und schaue mir das mal aus der Nähe an. Na, hier kann ich noch nicht unbedingt sehen, dass was offen hat. Aber es wird gearbeitet. Hier Farbeimer. Es wird viel renoviert. Ja, dieser Kiosk hat wieder offen. Ocean Drive, der hat wieder offen. Und auch das Food Taxi hat offen. Also auch wenn wir heute Samstag haben, nach Arbeit sieht das hier nicht aus. Hier hört man überall Arbeit. Hier wird auch samstags viel gearbeitet. Aber nicht an dem Hotel Sol. Angeblich sollen ja die Renovierungsarbeiten schon fertig sein, was ich mir wirklich nicht vorstellen kann, nachdem das ja bald 3 Jahre geschlossen ist. Ja, das sind ja hier schon wirklich 2 Jahre und 9 Monate, kann man gut sagen. Gut. Also fast 3 Jahre, dass das hier zu ist. Und ich war ja schon mal hier vor ein paar Monaten. Ich sehe nicht, dass sich hier irgendetwas verändert hat. Hier ist immer noch das Wasser eingebrochen. Sieht noch genauso aus. Also das
hat noch nicht geöffnet. Und ja, vor Herbst sehe ich das nicht. Das sieht ja noch haargenau so aus. Hier hat sich nichts getan, meines Erachtens. Also wenn renoviert wurde, dann von der anderen Seite. Aber nicht von hier. Hier ist nichts passiert. Kann ja noch mal gucken auf der anderen Seite. Hier ist nichts passiert. Aber nichtsdestotrotz tut sich hier einiges. Der Strand ist schon viel voller. Die Geschäfte werden renoviert. Wie ich gehört habe, fallen die Subventionen jetzt flach für die geschlossenen Geschäfte, die natürlich die ganze Zeit auch unterstützt wurden dafür, dass sie ihr Geschäft nicht aufmachen können. Und jetzt gibt es nur noch die Differenz. Also es muss wohl nachgewiesen werden, was vor dem Vulkanausbruch für Einnahmen waren und was jetzt die Einnahmen sind. Und die Differenz wird wahrscheinlich, nehme ich mal an, noch so lange fließen, bis hier das Hotel Soll aufmacht, denn das ist hier schon der Knackpunkt. Das sind 3000 Betten, soweit ich informiert bin, und das macht schon was aus. Es geht langsam, aber es geht stetig vorwärts hier. Auch mit La Bombilla sind auch wieder ein paar Häuser freigegeben worden. Auch da wird es besser werden. Ja, so sieht es im Moment hier aus. Schauen wir mal hier, ich höre Geräusche. Da oben höre ich was. Fließt Wasser. Wahrscheinlich Bewässerung oben. Müllbeutel. Weiß gar nicht, ob die schon vorher da lagen, aber da würden sie wahrscheinlich zerfetzter aussehen. Kann sein, dass sich hier schon was tut. Muss auch. Selbst wenn im Herbst die Öffnung ist, muss jetzt schon angefangen werden. Und ich denke mir, hier wird schon mal bewässert. Und da oben höre ich auch Geräusche. So richtig. Oder es sieht alles innen noch so gut aus, dass nicht viel gemacht werden muss. Aber allein schon hier, das muss ja erstmal gemacht werden. Hätte ich jetzt gedacht, dass mehr passiert ist.